Ey, yo Leute, was geht? Ich bin auf einem älteren Account von mir drauf und ich wollte die Shibana Top Lane einfach nur beim Ranked testen und dann halt für meinen Smurf-Account immer ein bisschen höher gehen. Der Account ist voll komisch. Ich glaube, der ist Low Dia MMR. Ich habe nämlich zwei Leute in meinem Team mit 90% Winrate. Die Gegner haben auch einen Mega-Smurf und sonst nur Last Season Diamonds. Was actually fucking komisch aussieht. But it's whatever actually. Moment. Nee, warte. Die Scheiße gehen weg. Kann ich für das Dorans Blade gehen? Genau, ich habe sogar nachgesehen. Tatsächlich wird in Korea, wenn man Shyvana Top spielt, sie eher auf AP gespielt. Oder was ist AP? Sie hat einige komische neue Builds. War da jetzt alleine? Und zwar, was mir sehr aufgefallen ist, ich hatte auf dem PBE ja Dinges gespielt. Na, toll. Na, toll, ey. Ich pick da fünfmal, er chillt da trotzdem noch. Und zwar gibt's Riftmaker into Full Tank, was ich sehr interessant fand. Dann gab es auch Nashor's Tooth into Gauntlet. Frozen Fire, Frostfire Gauntlet. Into Demonic Embrace. Ja, da gab es sehr interessante Builds. Ich will das hier, wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Jetzt habe ich schon mal die Kacke. Shen hat sich First Blood gegönnt. Meine Ward ist schon mal raus. Und mein Jungle ist hier early, schon mal ein bisschen behind. Ich denke auch gar nicht, dass sie überhaupt outscalen. Ich weiß gar nicht, wie er darauf kommt. Oh, warte, nee, Leute, ist Lucian Mitte. Wollte schon sagen. Och nee, oder? Och nee, oder? Jetzt geht er scheiß schon so los. Okay, das Gute ist aber, Udyr macht die Raptors. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass er erstmal nicht zu mir kommen wird. Genau, so wie auch damals auf dem PBE ist mein Gameplay hier eigentlich wieder recht. Oh, ein bisschen simpler, ne? Wir chillen uns hier erstmal unsere Eier, bis ich 6 hitte. Ich darf nicht vergessen, er wird auch so oder so early 2 hitten. Oder sollte es zumindest früher hitten. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute beim First Blood Invade überhaupt mit dabei waren. Oh, warte, vielleicht kann ich die beiden Minister sogar gleich snappen. Ups. Aber leider nicht drin. Aber ist nicht so wild. Ist nicht so wild. Nein, wir chillen unsere Eier mit Level 6, mit dem Ingmar, das ich auch nochmal habe. Bin ich sehr gut in der Lage, Damage zu machen. Wobei ich bei Shen darauf achten muss, er muss in mich rein engagen, damit das Ganze funktioniert. Also nicht jetzt, ne? Sondern er muss eher generell in mich rein engagen, sodass ich dann, wenn er dann Fuck-Up macht, dann mit meiner Ulti einmal komplett draufturnen kann. So, jetzt ist halt die Frage, wie rum bauen wir? Gehe ich Tanky Wanky mit diesem Riftmaker Tankbild? Ist soweit meine Antwort eigentlich auch erstmal ein Ja, wenn ich ehrlich sein soll? Weil mein Team braucht eine Frontline. Klar, AP zu gehen ist cool, ne? Man ist halt so ein bisschen Böllerbus, dies, das. Kann ich völlig nachvollziehen. Aber ob es auf Dauer dann halt das ist, was dem Team hilft, press X to doubt, my friends. Okay. Vielleicht hätte ich mir das irgendwann sparen können. Aber ich dachte mir, komm, better safe than sorry. So, why not? That's completely fine. That's completely fine. Ich meine, er würde jetzt eh gleich zurücktippen. Was mir auch so ein bisschen den Vorteil gibt, mich hier auch erstmal etwas wieder zurückzufarmen. Okay, jetzt ist die Frage, was maxe ich? Das wird jetzt auch ein bisschen schwer. Im Normalfall habe ich immer gesagt, ich gehe für den E-Max. Ne? Wenn ich ein Drache bin, Feuerball ist ziemlich cool. Ich baue so oder so ein bisschen AP. Aber ich glaube, auf dem PBE, wenn ich mich nicht irre, war mein Matchup auch etwas weitaus mehr squishy. Wisst ihr was? Ich gehe für E-Max. Hey, yo, guys. I'm not gonna join. Ich hoffe mal, dass der Shen den auch nicht joint. Und Leute, wir rauchen auch keinen Joint. Ah, ist einfach saftig, wie schnell man Dinge hochstacken kann. Ich nehme auch schon mal einen Potion, ne? Ich möchte natürlich nicht sterben, bevor irgendwas passiert. Leute, hatte ich gerade Hyping?
Manchmal nicht. So, mein erster Recall sollte Li Qinglia sein. Li Qinglia. Das Item mit Omnivamp auf jeden Fall. Oh, kriegt ihr noch? Ah, oh, nice, wenigstens noch bekommen. Okay, ich weiß gerade gar nicht, aber gar nicht mehr, wie teuer der ist. Li, okay, 1-3. Es kann doch mal sein, dass er vielleicht gleich vorhaben wird, mich zu fighten. Es geht auf der Map gerade so viel ab, ne? So, ich bin hier noch damit busy, zu sagen, yo, Digga, lass ich mal Level 6 hinten. Wobei der Stern natürlich auch gerne 6 hinten möchte. So, dass ich hier dann wenigstens ein bisschen Hackmack machen darf. Na, ich soll ihn hier raus. Okay, der meint, ich nehme es zurück. Ich habe meine Scheiße jetzt schon nicht gehittet. Nein, Cannon Minion. Udir. Schmudir. Lol. Ich bin tot. Wo bin ich? Ich will Lucian nicht den Kill geben. Der Lucian ist nämlich zu mir hochgekommen. Ne, ich habe mir auch noch mal eben ein bisschen Zeit geholt. Das ist fein. Oh, bitte, die Platte darf jetzt nicht kaputt gehen. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Shen has 6. I repeat, Shen has 6. Ich denke gerade drüber nach, ob ich nicht einfach hintipien sollte, um ihn da einzusperren. Ja. Oh, oh, warte mal, ich hätte nicht hier hintipien sollen. Scheiße. Oh, er ist dumm. Denn wenn er jetzt weggeht, kann ich mich darum kümmern, dass es ihn scheiße viel kosten wird. Weil das ist so das Beste, was ich aus der Situation jetzt rausholen kann. Kriegt die Platte auch noch? Komm, 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 gib mir die Platte! Nein! Okay, mit meiner nächsten Ulti laufe ich da eben einmal kurz rein. Einfach nur ein bisschen Pressure zu erzeugen. Weil meine Ulti kostet mich ja natürlich eh nichts. Warte mal, ich zieh mal ein bisschen mal hier auf meine Seite hin. Aber ich glaube, dass ich die Wave so geklärt habe, war, glaube ich, nicht so smart. Oh, lol. Da hat er wohl doch ein bisschen mehr ausgehalten. Ich weiß ja gar nicht, was los ist, dass das Nami überhaupt hier ist. Also nicht, dass es mich stört. Naja, sie kann da weggehen, aber Uli ist da. Ich kann gleich wieder einfach mal meine Ulti ziehen.
Um dann gleich wieder den Druck auf der Lane massiv zu erhöhen. Mal was probieren. Vielleicht tauntet er mich. Ja, ich ziehe die ganze Zeit meine Ulti auf Cooldown. Einfach nur für Pressure, Leute. Ja, er kann hier Frostbottau abholen. LOL. Okay, jetzt mal wirklich die Frage, soll ich wirklich tanky gehen? Ich bin fucking huge. Wird er das machen? Okay, lol. Ich glaube, er hat seine Kombo sogar gleich verkackt. Okay, 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 okay. War jetzt ein bisschen Mabet. Ich dachte halt, er will den Tower finishen. Mercs. 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 Das sieht mir doch aus wie ein Mercs-Game. Ey, ich weiß halt echt nicht. Ich weiß halt echt nicht. Ah, das ist schwierig. Scheiße. Tante? Scheiße, ich hab Besuch hier oben. Ey, yo, warum ist der auch hier? Warum sind alle hier? Oh. Haben die was benutzt? Ah, oh, nee, nichts Besonderes. Oh Mann, Leute, lasst mich doch einfach in Ruhe da mein Ding machen. Oh wow, das war actually well played von der Morgana. Oh, nice, nein, das ist Shen Ulti auch kein zu großes Problem mehr. Könnte dann einfach problemlos hochtippen. Heißt denn, Demonic Embrace kaufe ich mir jetzt einfach. Ja, ich bewahre mir mal mein TP auf. Krass, was machen die alle oben? Lol, warte, und wir verlieren den drei. Ah, scheiße. Okay, warte, Moment mal. Ich drücke noch eine Wave raus, rotiere einfach in die Mitte. Die Drachen wären für mich natürlich auch mega, mega supi. Weil ich als Shyvana ja extra Resistenzen daraus bekomme. Oh Leute, warte, die Senna ist weggekommen, ha?
Okay, ich geh schon mal in die Base, damit ich rechtzeitig oben ankomme. Shen has TP Lead. Okay. Warte mal, wie baue ich das denn dann weiter, though? Upsi. Okay, soweit habe ich jetzt gar nicht nachgedacht. Ich kann mal gleich gucken, was sie da sonst noch bauen. Ich bin dieses Bild auch nicht gewöhnt. Ich habe halt einmal so ein normales DPS-Burst-Bild gespielt, was sehr cool war. Ja, war wirklich sehr, sehr cool. Da bin ich Nashus into Riftmaker gegangen. Weil Dark Harvest lohnt sich nicht so auf der Top-Lane. Da ist so ein, da ist man mit so einem Bruiser-Ish-Bild einfach besser dabei. Ne, Shen ist nicht mehr hier. Glaube ich zumindest. Aber dieses Game bestätigt auch so ein bisschen das, was ich auch in meinem PBE-Video bereits gesagt habe. Deswegen meine ich auch, ich zocke auf dem PBE nur, um gewisse Konzepte zu testen. Ich glaube, gegen andere Bruiser ist es halt ein bisschen, oder gegen tankigere Champions, klar, man kann davor freescalen. Aber dann lohnt sich da Tank erst recht nicht. Na, wir gehen hier eben einmal schnell mit vorbei. Oder ich dachte, ich kann maybe den Tower noch retten. Oh, nice. Und mein Assist nochmal gleich mit dazu geholt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das weg, das, das. Warte, was habe ich denn an Magirisi AP Bruiser Option überhaupt? Gibt es da Option? Moment, Magic Resistance? Und AP Banshee, na toll. Ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblings-Item. Warte mal, warum muss ich jetzt in die Mitte hingehen? Ich sollte Bot sein. Ich bin gerade voll verwirrt, was hier gerade abgeht in diesem Game. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Yo, Ezra, 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 get him! Okay, it looks doable. Is it doable? Oh, maybe not. Ich bin mir ziemlich sicher, Ezra und ich hätten die Dinges one-shotten können, ist er tot. Scheiße. Leute, deswegen will ich lieber eher Full AP gehen. Deswegen will ich lieber Full AP gehen. Also ich meine, klar, ist cool, Ding ist cool. Dem Team so ein bisschen aushelfen, mit wenigstens ein bisschen Frontline. Ich glaube, das bringt hier nicht so viel. Also ich glaube, also, warte, anders ausdrücken. Ich glaube, es bringt in Solo-Queue nicht so viel. Denn selbst als Tank hätte ich eine bessere Option. Lass mal versuchen, ob wir halbwegs darauf hinbauen können, so ein bisschen mehr in diese Damage-Richtung zu gehen. Kann ich rotieren? Sollte ich rotieren? Weil der Udi ist noch Botzeit. Der macht noch Raptors. Die ist 034. Kann man sie aber ohne Drachenform nicht ran. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Secret Base.
Okay, Demonic Embrace braucht auch nicht mehr so viel. Rotier mal Richtung Mitte. Irgendeiner von denen muss eh gleich die Botnet Wave abfangen. Von daher ist das fein. Deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass oben gleich ein Fight ausbrechen wird, to be honest. Oh lol. Oh lol, komm ich weg? Oh lol. Bleh. Ey, yo, ich gehe da die ganze Zeit rein. Ich denk mir so, komm, Digga, die one-shottest du sowieso. Und dann werde ich ge-one-shottet. Oh. Da kommt Uge mit Macht 3 auf einmal. Ich meine, hey, ist der Trade worth it? Klar. Aber das hätten wir da nicht machen müssen. Oder beziehungsweise, das hätte ich gar nicht machen müssen. Oh, mein Ding ist nicht gut geschnitten. Auf. Lol, wie fucking ahead Uge einfach mal ist. Okay, dann hoffe ich jetzt mal, dass das hier mit der Tankiness ein bisschen ausreicht. Ich ziehe nicht so viel Value gerade aus Riftmaker raus. Die Fights sind ein bisschen zu kurz für mich gerade, to be honest. I guess. Ich habe leider keinen Drachen. Ich brauche halt meine Form, ne? Ich kann da durchlaufen. Ne, den macht er nicht, oder? Ne, 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 ne. Oh shit! Oh shit! Oh shit, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Hier der Esel fast umgebracht. Kein Nash? Ah, okay, dann kann Ash. Will ich eben auch nochmal basen gehen. Okay, eigentlich müsste ich mir jetzt wirklich mehr Tankiness holen. Das geht so nicht, Leute. Das geht so echt nicht. Ich brauche tatsächlich auch erstmal ein bisschen mehr Leben. Warte mal, ich hole mal den. Aber ich gehe generell jetzt Richtung Formel. Lul. Lol, wie kann ich den verfehlen? Ah, der hat aber gehittet. Leider hat er so viel Magie-Resi, dass er nicht mal Damage macht. Okay, ich glaube, das Game haben wir sogar gewonnen, oder? It looks pretty much won. Aber bestimmt nicht wegen mir. Ich finde, das ganze Team hat sogar echt voll gut gespielt. Wobei, ich habe vom Ezreal nichts bemerkt. Aber ich glaube, er muss doch nichts machen, ne? Nami, Rexha und Katarina haben das echt gut gemacht. Aber auf jeden Fall, Leute, ist jetzt das erste Mal, dass ich so ein Bild spiele. Bin ich gar nicht überzeugt von, to be honest. Bin ich gar nicht überzeugt. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich an so vielen Stellen... Jetzt mal unabhängig davon, ob ich Bad gespielt habe, ne? Aber wenn ich AP gewesen wäre, ich hätte so viel mehr Impact gehabt. Ich muss gegen Shen nicht mal fighten. Also ich könnte gegen ihn fighten, theoretisch. Ich könnte Nash's Tooth gehen, einfach nur for free scalen, die ganze Zeit meine Ulti auf Kulan poppen, Pressure erzeugen
Mein Early Game wäre, glaube ich, genau gleich gewesen. Ich glaube, es hätte gar nichts geändert. Ja, weil Riftmech wurde auch genervt. Was ist denn, wenn man Trinity noch reinwirft? Nee. We don't do this, ja? Aber Leute, ausprobiert. Ich denke, ich werde morgen mal eine Runde Full AP für euch spielen. Also jetzt im Ranked, of course. Ja? Und dann kann man dann da nochmal weiter schauen. Vielleicht ist es einfach ein Kink von mir, dumme Kacke zu spielen, so wie damals K6 Toplane oder so. Ja? Müssen wir dann nochmal gucken. Aber jo, Leute, das war's dann auch für mir. Ich bin dann auch erstmal weg. Tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.